Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hard Talk Apokalypse mit eurem Mikey. Yeah. Ja, wir sind zum Schluss beim Orakel gewesen und wir sollen jetzt in die Fabrik der Stahlmonster, die Stadt der Toten, wie sie die Menschen nennen, reinfahren und hier. Thanks to the person who left this call, I can sneak to the factory on this night. I think no one will object by following me. Danke, dass du mir ins Wort gefallen bist. Jetzt fährt er auch noch. Ja, wir waren im Orakel gewesen, sollen jetzt zwei Artefakte finden. Es hat gesagt, normalerweise reicht, dass man einsucht. Aber da wir einen Truck haben mit vielen Kammspuren dran, müssen wir zwei suchen. Ja. Wir haben keine Waffen, wir haben kein gar nichts. 1000 Punkte haben wir. Und jetzt suchen wir. Ich sage aber, wo ich das Ding zum ersten Mal gespielt habe. Ich war aufgeschmissen. Ich habe das Ding nicht gefunden. Da habe ich damals im Internet gesucht. Und andere hingen auch an der Stelle fest. Und die haben es dann gefunden. Gefunden nicht, aber gesagt, dann, du musst dann da und den, das und das suchen. Such mal den Wagen. Und dann habe ich den ganz versteckt gefunden, weil da gibt es auch wirklich, hast du ja gesehen, keinen Punkt dafür. So, warte mal, jetzt müssen wir hier rein. Jetzt müssen wir über eine Seite uns reinschleichen. Durch ein Röhrensystem, kleines Labyrinth. War das hier? Ich meine, ja. Das wird jetzt lustig werden. Kann sein, dass wir uns eine halbe Stunde jetzt verfahren werden. Na, das ist eine Sackgasse. Oder wie es im Englischen heißt, Death End. Ein totes Ende. Also, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die englische Bezeichnung viel besser als Sackgasse. Warte mal eben. Da kann man auf jeden Fall nicht raus. Da ist was umgekippt. So, warte mal. Das sieht auch aus wie so ein kaputtes Ende, hätte ich jetzt fast gesagt, du. War wohl hier so ein... Warte mal, da geht's auch irgendwo hin. Ach, du Heiliger. Und dann auch noch Wasser. Wir gehen nicht kaputt, okay. Ja, nee. Wo fahren wir jetzt hin? Ich weiß, ich habe vorhin was übersehen. Kann sein, dass wir jetzt zurück müssen. Oh. Ich war jetzt zum letzten Mal gewesen, wie gesagt. 2006. Warte mal, wo geht's denn hier lang? Ich glaube, da kommen wir her, ne? Eieieiei. Und wieder zurück. Nee, warte mal, das sieht neu aus. Hier waren wir noch gar nicht. Ah, hier geht's raus. Okay. So, und jetzt auf die Suche nach den Artefakten. Wow. Ich weiß nur damals, das Ding ist hier in zwei Sektoren unterteilt. Da kommt man dann nur durch einen umgestürzten Kamin in Sektor 2 rein. Deswegen konzentrieren wir uns erstmal auf Sektor 1. Das Orakel sagt, wir kennen das Ding. Okay. Ich denke, man hat das Ganze nur so eingebaut, um hier ein bisschen das Spiel in die Länge zu ziehen. Weil du musst hier echt jede Ecke abgrasen. Und wie gesagt, das ist nicht gespottet, kein nix. Das musst du selber suchen. Und ich weiß, ich habe da Ewigkeiten gebraucht, um das Ding zu finden. Ah, da ist ja eins. Okay. What is this shiny? Looks like one of the artifacts the Oracle is talking about. Well done. Now to the second. So, dann mal wieder speichern.
So, und jetzt müssen wir einen Übergang suchen. Wow, das ging ja schneller als gedacht hier mit dem Finden der, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Da müssen wir gleich rüber. Also umgeknickter Turm, das sieht echt aus, als wenn Godzilla hier gewütet hat, um hier an Radioaktivität zu kommen. Da müssen wir hoch. Schade, dass man das nicht so gemacht hat, dass man hier in 3D-Ansicht hier durchgehen, selber durchgehen kann. Zu Fuß. So Marke, First-Person-Shooter. Uiuiui, ich darf hier nicht anglitschen. Uiuiui. Oh Mann. Ich hätte speichern sollen. Hui, eine Sprungfeder. So, wir speichern mal nochmal. So, dann suchen wir das Ding mal. Wahrscheinlich irgendwo da oben versteckt, oder? So, ich bin mal eben still, weil ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Beim Fahren. Ich will ja nicht überall anecken. Und so wie jetzt. Muss man da oben raus wahrscheinlich, oder? Okay, dann müssen wir jetzt hier wieder runter. Wow. So, jetzt sind wir jetzt im zweiten Abschnitt. Ne? Mal gucken, wo könnte sich das... Ach, ich glaube, da ist es. What is this shot? Looks like one of the artifacts the Oracle is talking about. I've got all I need. The Oracle. Wow, das war ja einfach. Ich sage, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich, glaube ich, echt immer, da bin ich ja verzweifelt. Da bin ich hier überall lang gefahren. Ich muss wieder rausfahren. Ne? Kommen wir da überhaupt raus? Ja, es geht. Moment, ich sehe eine Sprungschanze. Falls wir irgendwo gegen, irgendwo Ecken bleiben, Hecken bleiben, anecken, dann können wir das machen. Okay. Das lässt sich nicht vermeiden, so komisch anzuecken. Alles verrostete Züge hier, dass hier noch nichts ausläuft. Zumindest aus den Tankkesseln. Wahrscheinlich aber sind die hier... Was ich sehr interessant finde, ist, Orakel hat ja was hier von Maschine... Stadt der Stahlmonster gesprochen. Ich habe hier kein einziges gesehen. Ich dachte, die sind vielleicht noch so wie... Wahrscheinlich noch... Ich habe gedacht, vielleicht sind hier noch Roboter, so wie in Fertigungsanlagen hier, gegen die man noch kämpfen muss. Das habe ich damals gedacht, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Aber man fährt ja nur außen rum und nicht rein. Tja. Damit sind wir jetzt wieder am LKW. Ich hoffe, der ist nicht geklaut worden. Das wird noch. Und jetzt steht einer und sagt, hier, um hier reinzukommen, musst du die und die Rätsel lösen. Oh, endlich wieder im eigenen LKW. Auf zum Orakel. Das war einfach. Ich sage, ich habe da... Na, erstmal die Sicht wieder umstellen. Ja. Bin mal gespannt, wann nächster Repair-Shop auftaucht, weil ich brauche Reparatur. Ich möchte auch Sachen verkaufen. Und die linke Seite, die Eiertürmer...
nicht mehr schön ist das. Oh, 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 oh. Warum feuert hier nichts? Oh Mann! Wo kommen die Mistkerle her? Natürlich auch alles so umgestellt worden, dass ich hier nichts. Wir haben Flaschen. Ich glaube, ich bin eine Flasche, hör mal. Also 4000, 10.000. Kannst du hier liegen lassen, hör mal. So, wir sollten mal speichern. Aber kann jetzt sein, dass die jetzt wütend auf uns sind, dass wir die Artefakte geholt haben fürs Orakel? Wir müssen jetzt erstmal hier hinfahren. Dann hier rum. Wer schießt denn jetzt auf mich? Warum? Ich brauche Reparatur, Leute. Tausend. Lassen wir mal so. Ach, die haben wir doch da liegen gelassen. Ich bin gerade still. Echt, da hat das Ding mir gleich die ganzen einstündigen Waffen verwunzt. Als wir gewechselt sind. Was wir gleich ein Problem haben, müssen wir jetzt zwei Waffen rausschmeißen, weil wir gleich wieder die Bomben wechseln müssen. Da läuft doch einer. Du bist aber weit ab vom Schuss, mein Freund. Massenwanderung, ne? Jetzt ist die Frage. Ich speichere mal lieber. Können wir jetzt mit Waffen reinfahren oder werden wir gleich massakriert? Ich probier's mal. Nö, da wir jetzt gläubiger sind, okay, können wir einfach durchfahren mit Waffen. Von mir aus gerne. Mal gucken, was das Orakel uns sagt. Aber wie gesagt, dass jetzt die Stahlmonster wieder auftauchen. Ich denke mal, wir haben irgendwas ausgelöst in der Fabrik. Hallo Orakel, hier bin ich. Gute Arbeit, Wanderer. Ja, ich habe gebracht, was du wolltest. Endlich kann ich mein Projekt abschließen. Wollen wir das als Segen der Götter erachten? Ich werde mir deine Geschichte anhören. Mein Vater wurde ermordet. Ich will seine Mörder finden und bestrafen. Die Probleme der Sterblichen kümmern mich nicht. Aber ich habe dir Hilfe versprochen. Und ich werde mein Versprechen halten. Ich benötige Informationen für eine Analyse. Erzähl mir alles, was du weißt. Einige Banditen aus dem Osten jenseits der Todeswüste haben unser Haus angegriffen. Ich muss sie finden, aber niemand weiß, wie man in dieser schrecklichen Gegend überleben kann. Ein Mensch aus Fleisch und Blut wird dort nicht lange überleben. Doch was ist das in deinen Händen? Das ist eine Disk, die mein Vater gehörte. Es heißt, dass du sie lesen könntest.
Vielleicht wird sie mir dabei helfen, die Mörder zu finden, ihre Motive zu verstehen. So etwas habe ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Ja, ist bestimmt eine CD wahrscheinlich, ne? Eine Kompaktdisk. Und ich kann mich an niemanden erinnern, der mit mir solch eine Frage... Warte mal, So etwas habe ich noch nie... 1, 2, 3, 4, 5, als am Anfang. So etwas habe ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Und ich kann mich an niemanden erinnern, der mit solch einer Frage zu mir gekommen wäre. Und ganz am Anfang gab es da etwas. Das ist meine einzige Hoffnung. Die Artefakte gebracht hast, werden helfen. Es könnte klappen. Du musst mir darüber helfen, mich zu erinnern. Sag mir nur, was ich tun soll. Konzentriere die Energie der drei Kugeln, sodass die himmlischen Licht... Spar dein Rätsel auf für die anderen. Sag mir, was ich tun muss. Begleite drei meiner kleinen Helfer zu den drei Muskeltieren, würde ich gerade sagen, zu den drei Hinkelsteinen. Ah, Obelix. Hier, hier und hier. Sie werden meine ausgelagerten Erinnerungsmodule konfigurieren. Sorge aber dafür, dass die Wilden, die mich anbeten, sie nicht stören. Ich mache mich auf den Weg. Sag mal, kann ich hier irgendwie mich reparieren oder sowas? Weil das artet schon wieder in Arbeit aus. Aber warte mal, ich will was gucken. Quest. Symbol auf dem Feld. Orakel helfen. Dritten Mechaniker absetzen. Warte mal eben. Nee, ne? R2-D2. Geilomat. Das sollte dem Orakel erinnern. Helfen sich zu erinnern. Das R2-D2. Nur ein bisschen verrostet. Ist nicht wahr. Tja, das Orakel kommt aus einer Galaxis weit, weit entfernt. Ey, was hier alles für Anspielungen drin sind. Geilomat. Also das Spiel. Ich sag ja, die Erzwohnheiten immer, die sind langlebig. Die werden ja später auch im G.G. Abrams-Universum von Star Trek eingesetzt. Ich sag nur, der erste Star Trek-Film 2009, als da die Enterprise auf Vulkan zufliegt und durch die Trümmerfolgen, Trümmerfolgen nicht, aber durch den Trümmern der Flotte fliegt. Und wenn man weiß, wo man genau stoppen muss, dann findet man nämlich eine Sequenz, wo eine R2-Einheit durch die Gegend fliegt. So, warte, jetzt muss ich was gucken. Mechaniker. Eben mal die Quests gucken. Aufträge. Wo ist denn der erste? Der zweite ist da. Ich würde sagen, fahren wir zuerst hier hin und dann reparieren wir uns da, wenn das da geht. Warte mal, was ist das denn hier oben? Kann man hier vielleicht Reparatur beantragen? Nee, aber hier liegt was. Jetzt hast du schon so einen riesigen Laderaum, aber du kannst ihn nicht benutzen, weil du deine eigenen Sachen da rein bunkern musst. Okay. Den will ich aber nicht anbumsen. Da habe ich gesagt, wo fahre ich hin? Da will ich hinfahren, ne? So, tut mir nur einen Gefallen. Lasst mich jetzt hier wenig... Der läuft immer noch, und zwar hier runter. Hä? Oder ist es einer von den Mechanikern? Hat das Orakel schon mal vorgeschickt, wa? Nein, das ist der Mechaniker, der den Mechaniker wartet. Jetzt fehlt noch C3PO, hör mal. Sind wir hier richtig oder sind wir hier falsch? Wir sind falsch, wir hätten da rumfahren müssen. Eben mal drehen, ich habe gerade die falsche Taste erwischt. Sag mal, blinkt der automatisch? Das ist ein Bremslicht. Apropos Bremslicht. Wo ist die Sau? Und warum ist die Sau?
Oh Mann! Der war ein Mörs gewesen. Er hat einen Mörser mitgenommen. Fuck! Wir brauchen ganz dringend Reparatur. Aber sowas von dringend, du. Ah, sowas hier, okay. The last one is ready to work. I hope it will help the Oracle to regain its memories. Wieso der letzte? Ich habe den ersten ausgesetzt. Okay. Aber ja, wir müssen aber hier hin. Nee, aber wir werden jetzt erstmal bei hier hin. So, wo ist denn jetzt der zweite? Dass das jetzt so in Arbeit ausartet, hör mal. Jetzt können wir uns nämlich da billig auftanken. Ich speichere mal eben einen ganz verzweifelten Speicherstand. Aha. Weil da wird jetzt noch viel Wasser dem Rhein runterfließen, bevor wir da sind. Und ich habe das Gefühl, es pflastert jetzt alles unserem Weg. So. Da ist das zweite. Second repairer got down to work. Time to deliver the last one. So, und jetzt müssen wir uns erstmal mechanikarieren. Die A2-Einheiten hätten unseren Truck instand setzen können, solange wir die an Bord haben. Ich meine, ich fliege zwar kein X-Wing, aber ich hätte Hilfe gebrauchen können, A2. Gucken, kann man hier was verkaufen? Natürlich nicht. Orakel, schön. Ah, oh, man kann verkaufen. Warte mal eben. Können wir verkaufen? Die schmeiße ich raus. Die Waffen will ich noch behalten. So. So, das war's. Eben da speichern. So, hier war nix. Und jetzt werden wir das letzte Ding ausliefern. Ich sage, hier ist alles sehr eng gesät, nämlich so gut wie gar nicht. Reparatur ist hier sehr wenig. So wie es aussieht. Da wird alles nur mit Hilfe des Orakels gemacht, beziehungsweise man sagt, das Orakel beschützt uns. Ja, und danach handelt man auch, so wie es aussieht. Ist in Ordnung. So. Apropos handeln. Und das Schöne ist, wir können jetzt endlich das ganze Loot aufsammeln, was wir hier liegen gelassen haben. Da läuft er immer noch. Aber wo willst denn du hin? Echt gefährlich hier, du.
Und auch hier fliegt das ganze Moos wieder durch die Ecke. So, dann müssen wir jetzt hier hin. Kampfroboter. Sind aber stille Kumpane. Weil ich habe mir mal so ein englisches Gameplay angeguckt, so für die ersten zwei Folgen von Apocalypse, und da sind die Dinger auch am Quatschen immer. Da hörst du, I'll be back. Terminator lässt grüßen. Und hier in den Deutschen sind die irgendwie stumm immer. Uiuiuiuiuiui. Und mir ist aufgefallen, irgendwie kein Deutscher hat das Ding let's played. Erstmal nur ein, zwei, drei, vier Folgen und dann war Schluss. Und das alles im Jahre 2011 oder 2013. Das heißt dann, ich bin wahrscheinlich der Erste, der das Ding let's played hat, mal. Als Deutscher. So, jetzt sind alle drei. Jetzt müssen wir zurück zum Einheitsbrei. Nein, zum Orakel. So, und diese Ruckler sind zumindest bei demjenigen, der es auch auf Englisch gespielt hat. Der hat auch Fraps benutzt. Da hat das Ding auch ab und zu mal angefangen zu wackeln, zu ruckeln, so wie jetzt hier. Also das scheint mit Fraps normal zu sein. Oh, was ist denn hier los? So, die bluten und wir looten. Das hat sich alles aufgelöst, ne? Oh, wir haben Tabak aufgesammelt. Lade ist schon wieder voll. Also Tabak ist wertvoller als Flaschen hier im Moment. Okay. Na gut, lassen wir mal liegen. Leute, hier steht ja komisch. Ich will auch gar nicht anrempeln, aber... Wehe, kündigt mir jetzt die Freude... Hä? Also irgendwie ist die... Ist das Ding ein bisschen schief, ne? So, und dann bevor wir zum Orakel hier anstoßen, hier oben... Würde ich sagen, wir machen mal ein kleines Päuschen. Ihr könnt euch mal erfrischen gehen. 30 Minuten sind wieder rum. Und ich sag dann mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, euer Mikey. Ciao, ciao.